Wir werden in der heutigen Fraktionssitzung unseren Kandidaten für das Amt des Bundestagspräsidenten wählen. Das wird aller Voraussicht nach Wolfgang Schäuble sein und zugleich auch den Kandidaten für den uns zustehenden Vizepräsidenten. Das wird der Kollege Hans-Peter Friedrich von der SPD sein, mit diesen beiden Kandidaten, Hans-Peter Friedrich von der CSU sein. Und wir werden mit diesen beiden Kandidaten in die Wahl gehen. Und jetzt kommt's. Wir haben uns entschieden, keine weiteren Vizepräsidenten, wie es die SPD gewünscht hat, zu machen. Wir finden, dass wir mit einem Präsidium von 7 Mitgliedern ausreichend besetzt sind für die Aufgaben im Deutschen Bundestag. Wir fangen jetzt morgen mit den Sondierungsveranstaltungen an und setzen das am Freitag fort. Und ich finde, wir sollten da mit großer Ernsthaftigkeit herangehen. Es ist unsere Aufgabe, dem Land eine gute Regierung zu stellen. Die Herausforderungen in unserem Land, in Europa und der Welt sind riesengroß. Und deswegen sollten wir uns darum bemühen, mit großem Ernst, mit großer Anstrengung, mit höchster Qualität die Aufgabe zu bewältigen. Es ist klar, dass es nicht entscheidend auf die Schnelligkeit ankommt, aber es wäre schön, wenn wir bis zum Ende des Jahres vor der Weihnachtspause einen Koalitionsvertrag zusammenbekommen hätten.